Gut, eine Münze. Ja gut, 19 Münzen hat uns jetzt abgelockt. Das ist ja... Das geht ja noch. Und wir haben einen Stern. Sehr schön. In der Mitte des Raumes steht eine riesige Maschine. Allerdings funktioniert sie nicht. Das weiß ich schon, Toad. Oh, da kommt Peach vorbei. Das finde ich jetzt nicht so toll. Außer irgendjemand hat das Glück, auf ein Fragezeichenfeld zu stoßen. Also, DK, gib dir Mühe. Ich glaube es aber nicht. Nee. Er kommt auch leider nicht mehr am Automaten vorbei. Das heißt, Peach kriegt den zweiten Stern schon. Ich meine, ich beklage mich nicht. Dann gewinnen wir halt diesmal nicht, aber... Ist halt trotzdem doof. Skateboard-Fieber kennen wir auch schon. Vor allem, ich denke jetzt schon, dass wir verloren haben. Das Rennen hat gerade erst angefangen hier. Das Rennen hier hat auch gerade erst begonnen. Wir brauchen immerhin sehr viele Sterne. Also, wenn da welche gerne Sterne sammeln, dann sollen sie es doch machen. Wir profitieren eigentlich hauptsächlich nur davon. Und das Rennen ist ja noch nicht vorbei. Es steht noch alles offen. So, jetzt komm. Wer gewinnt? Wer gewinnt? Wer ist besser? Wer ist besser? Wer ist besser? Wer ist besser? Und es ist... der rote Klempner. Aber ganz knapp. Ich habe es ganz knapp diesmal gesehen. 15 Münzen. Der Rest kriegt 5 wegen den Münzsäcken. Oh, Peach kriegt ihn noch nicht. Jetzt landet er schon mal beim guten alten Bee. Bitte nichts Böses. Ich möchte nichts damit zu tun haben. Ah, das könnte uns involvieren. Vorausgesetzt, Peach ist gut und würfelt nicht uns. Wieso? Ach komm, ey, das ist jetzt echt unfair. Mann, no! Warum immer ich, ey? Das finde ich jetzt nicht. Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Andere haben viel mehr Münzen. Ich bin doch so ein armer Klempner. Ich krieg doch nicht so viel. Und dann muss man mir auch noch mein kleines, mickriges Gehalt kürzen. Gemein ist diese Welt. Ich verschwende jetzt. So, jetzt gibt's Rache, liebe Peach. Von dir schnapp ich mir die Münzen. Peach. So. Echt jetzt? Was soll denn das? Oh Mann. Das ist jetzt echt unfair. Eine Münze. Wieso habe ich diesmal so viel Glück? Was will der damit bezwecken? Der Stern ist doch jetzt gleich eh weg. Oh, Monkey. Oh, DK. Obwohl, wenn er Glück hat, kommt er vielleicht da oben links. Aber dann kommt er trotzdem nicht vorbei, weil es gleich das nächste Mal die Türe sich wieder da schließt. Ich weiß jetzt nicht, was er wirklich damit machen wollte. Außer Münzen unnötig ausgeben. Ich muss Peach wieder den Hammer klauen. Auf die Prinzessin! Oh, danke. Oh, oh. Her mit dem Hammer. Ich will den Hammer. So, weg mit dir. Weg mit dir. Ja, meiner. Haha.
Tschüssi. Du, Alter, dieser Affe. Oh. So. Ah. Oh, oh. Jetzt aber schnell, jetzt aber... Oh, ich habe Angst. Ja, nochmal auf Peach gesprungen. Nicht so viel Ausbeute wie letztes Mal, aber es hat mir irgendwie mehr Spaß gemacht. Ich habe trotzdem die meisten. Ich habe mich mit allem angelegt. Das war's. Es hat am meisten Spaß gemacht. So, Peach, dann schnapp dir den Stern und zeig uns, wo der nächste landet. Ja, stimmt. Was bezeugt die Maschine eigentlich? Ich habe keine Ahnung mehr. Da kommt Peach als nächstes hin. Das ist unfair. Es sei denn, irgendjemand betätigt mal bitte einen Schalter. Und wenn niemand das macht, dann versuche ich es zumindest. Ja. Obwohl, 7 habe ich noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7. Nee, es geht nicht. Ich möchte nicht, dass die schon wieder einen bekommt. Dann gebe ich lieber 20 Münzen aus. Und bin mir sicher, dass sie ihn nicht bekommt. So. Oh, mein ganzes Geld. Egal. Ja, so läuft Mario Party. Dem Rivalen immer einen Schritt voraus. Außer der Affe würfelt jetzt nur 2. Ich dachte schon. Obwohl, das sind, glaube ich, andere sogar. Der ist jetzt in einer Endlosschleife. Aber ich glaube, diese beiden Fragezeichenfelder bewirken was anderes. Die sind nämlich auf irgendwelchen Plattformen. Wahrscheinlich wird er da irgendwo hin teleportiert oder weiß was Gott was. Egal, wir spielen erstmal das Plattform-Chaos. Wo wir das letzte Mal oder vorletzte Mal den lieben Wario nach unten gestoßen haben. Der erste Sprung ist übrigens noch vom Computer ausgeführt. Also da müsst ihr keine... Ey. Sorgen haben, dass ihr da schon versagt. Den hat Peach bekommen, das finde ich jetzt nicht so gut. Oh gut, wir haben verloren. Aber wir leben noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Mal läuft es nicht so gut. Ich meine, gut, wir haben eine Münze bekommen, aber... Ich brauche im Moment ein paar Münzen. Im Moment bin ich wieder total pleite. Aber Peach kommt nicht an den Stern. Das ist schon mal Genugtuung. Dafür wird sie jetzt irgendjemanden Münzen klauen. Und wenn ich Pech habe, wird das wahrscheinlich ich sein. Okay, Luigi. Der hat eh genug. Wo haben die alle die ganzen Münzen her? Und ich habe so wenig. Wie kann das sein? Müssen wir was dagegen tun hier. Zeit für eine Revolution. Bitte nicht auch. Bitte nicht, bitte nicht. Och nee. Obwohl? Ja, er ist so doof. Oh geil. So? Und jetzt kommt er auf dem Freizeitfeld und wird sie nochmal verschieben. Und hat gleichzeitig Münzen verloren. Das finde ich geil. Nee, Moment mal, der ist gar nicht so doof, weil jetzt hat er nämlich... Oh, Luigi, du bist nicht doof. Weil nächste Runde ist dann das blaue Tor unten. Das ist gar nicht so doof. Ja, jetzt ist natürlich doof, weil ich bin draufgekommen und konnte mit meinem mickrigen Gehalt nichts an dem scheiß Automaten machen. DK weiß auch nicht, was er da hinten tut. Wir spielen so lange Hammer werfen. Hatten wir das schon? Ich glaube nicht. Fang möglichst viele der Münzen, die der Hammerbruder herabwirft. Aber Vorsicht, er wirft auch mit Hämmern. Bewegen A, springen A, Z, Stampfattacke. Wenn du an der Kante des Turms von einem Hammer getroffen wirst, könntest du herunterfallen. Gewalt zu 8.
glaube, das hatten wir noch nicht. Hi, Hammerbruder. So sah damals der Hammerbruder aus. Ist das nicht süß? Oh, Münze, Münze, Bus. Mann, oh. Da. Jawohl. Donkey Kong ist schon weg. Münzack. Oh, den hat Luigi bekommen. Münze, 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 Münze. Hammer, Münze. Meine Münze. Münze, noch eine Münze. Noch eine Münze. Oh, die habe ich nicht bekommen. Die Münze. Oh, warum kriegt immer die Peach die Münzsäcke? Ja, Donkey Kong hat irgendwie verkackt. Der ist gleich am Anfang runtergefallen. So, haben wir wieder ein bisschen Geld bekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wenig würfeln. Und die letzten 10 Runden schon. Oh. 20 Runden gehen schnell vorbei. Komm, bezahl. Bitte bezahl. Nein, bezahl nicht, dann kriegt Luigi den. Das will ich auch nicht. Gut. Also jetzt müssen wir hoffen, dass wir nicht viel würfeln. Ich glaube nicht mehr als 3. Nicht mehr als 2. Er ist schon weg. 1 oder 2, das ist halt... Boah, das ist riesiges Risiko. Ich glaube, wir kriegen es nicht hin. Komm schon, 1 oder 2. Ja, das ist eine 6, das ist ein bisschen zu viel. Mann. Gut, dann klaue ich noch ein paar Münzen von Peach. Her damit. Und nicht nur eine, bitte. Ich möchte mal mehr. Mit 8 bin ich zufrieden. Unser Münzkonto steigt. Oh, und Donkey Kong geht auch ab. So, was passiert? Aha. Ja gut, wenn man da die ganze Zeit das blaue Tor offen hat, ist natürlich doof, dann komme ich ja nie raus. Das ist eigentlich eine Hilfe. Weil damit kommst du wenigstens wieder raus aus dem Trott. Schon wieder der Boxenhaufen-Wahnsinn. Warum immer Minispiele, wo ich scheiße bin? Das ist unfair. Oh! Aha. Wie die Geizhalse. Ich bleib jetzt einfach hier. Münzecke. Ah, Peach, du bist... Ich habe nichts bekommen. Also nicht, dass es mir aufgefallen ist. Die haben mir alles wieder weggeklaut. Das gibt's doch nicht. 8 Münzen und die kriegt 18. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Die betrügt doch. Oh. Jetzt bin ich mal gespannt. Was wird passieren? Einmal hätten wir Donkey Kong. Und Luigi. Donkey Kong muss Luigi 20 Münzen geben. Könnte da der rote Kopf kurz kommen? Ich bräuchte ein bisschen Kleingeld. Und nicht er. Ja gut, dann halt nicht. Es wäre mal interessant gewesen, wenn sie mir einen ihrer Sterne hätte geben müssen. Dann hätte ich wirklich gelacht. So, haben wir erstmal unser Taschengeld ab. 10 Münzen von Koopa. Hey, wir haben 60 Münzen. Wie geht denn das? So, die Kay geht auch. Jetzt wird es natürlich gefährlich. Beide haben genug Münzen, um Peach oder mir einen Stern zu klauen. Ich hoffe, dass sie es mit Peach machen, weil sonst haben wir gleich gar keinen mehr. Das wäre nicht so gut. Tiefseetaucher, bildet Teams und bergt die Schatztruhen vom Meeresgrund. Drückt A, um zu schwimmen, drückt den 3D-Stick zum Einholen. Also Mario und DK. Also wir beide sind an der Angel, wir müssen zum Einholen... den 3D-Stick drehen und das Boot bewegen, kann man auch noch.
Und Peach und Luigi müssen schwimmen und die Kisten holen. Du kannst die ganz großen Schatztruhen unmöglich alleine nach oben schaffen. Jemand muss dir helfen. Der Angler. Oh, jetzt muss ich mit Peach zusammenarbeiten. Das möchte ich doch gar nicht. Also, meine Liebe, dann geh mal nach unten. Und schnapp dir gleich die erste, genau. Peach, los. Ich hol dich hoch. Los. Luigi hängt fest. Donkey Kong kann nicht gut kurbeln. Hey, hör auf. 5, 4, 3, 2, ja. Geil. Wo willst du denn hin? Nach da. Sie möchte gleich die großen Fische holen. Die sind nicht gerade größer als die andere, aber gut. Oh, jetzt beeil dich, Peach. Ich werde gerade weggeschoben. Hab'se, gut. Nimm die da oben. Genau, nimm die. Genau. So, jetzt hol die da an der Seite. So lange ziehe ich ein bisschen an dem Affen. Okay. Die Gardons. So, hey, wir sind ein gutes Team. Ne, die kriegt man nicht mehr. Dann gibt's keine mehr, ne? Okay. Gut. Wie viel kriegt man denn? 16. Das ist doch mal schön. Auch wenn ich es ihr nicht wirklich gönne, dass sie noch mehr Münzen hat als vorher. Sondern nämlich schon ein Huni hat die. Und sie kriegt den Stern. Weil sie wird jetzt das Tor umdrehen und dann durchgehen. Oh, Leute, klaut ihr bitte den Stern, ey. Ich würde sie auch machen, aber ich komme einem Geistchen nicht mehr vorbei. Oh, schön, und sie darf noch zu Bowser. Bei Mario Party DS war der mal richtig dreist. Wenn du einen Stern geholt hast und in derselben Runde noch auf Bowser gekommen bist, dann war die Chance ziemlich hoch, dass er dir den Stern wieder klaut. Das war fies. Das ist hier leider nicht der Fall. Und da hinten, jetzt ist Donkey Kong da weg, aber wir sind auf dem Weg. So, Bowser, was hast du denn dieses Mal? Klau ja ein paar Münzen. Oder tu wieder gleichstellen die Münzen, das wäre vielleicht auch mal ganz gut. Bowsers Tau ziehen. Jeder Spiel ist Minispiel, allerdings sind die Regeln anders. Es spielen 3 gegen 1, der Verlierer muss jeweils 20 Münzen zahlen. Oh. Okay, dreh den 3D-Stick so schnell du kannst. Wenn du verlierst, wird Bowser dir 30 deiner Münzen stehlen. Ach du Scheiße. Also, wir 3 gegen Peach. Dann klauen wir mal ein paar Münzen. Also, los Leute. Gib mir auch Mühe. Oh. Los. Ach scheiße, meine Kraft lässt nach. Nein. Ja. Oh, Alter. Ah, nein. Nein. Ich will da nicht runter. Ich will da nicht runter. Finish! Ich hasse diese Frau. Ich hasse sie abgrundtief. Och Mann, oh. 20, ich dachte doch gerade. Das hätte ihr passieren sollen. Die hat doch schon so viele Münzen. Luigi, klau den Stern. Komm, klau den Stern. Ja, du bist mein Schatz. Sehr schön. Hohoho. Gut. Jetzt müssen wir hoffen, dass Donkey Kong Falze einen klaut. Oh, geil. 3 Münzen. Ich gehe nach unten. Ich möchte das Minispiel. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass er nicht uns klaut, sondern Peach. Falls überhaupt klaut, ich bin mir nicht sicher. Das Gedächtnistraining haben wir schon mal machen dürfen. Das Memory.
Na super, ich habe vergessen, wo ich die Z-Taste habe. Jetzt habe ich sie wieder. Eine Feuerblume. Ein One-Up-Pilz. Nochmal eine Feuerblume. Die war hier. So. Ein Superpilz. Ein One-Up-Pilz. Kann ich den gleich umdreht lassen? Nein, natürlich nicht. Dann geht uns wahrscheinlich die Zeit aus. Dann holen wir noch schnell den Pilz. Dann kriegen wir wenigstens 8 Münzen. Ich habe den One-Up-Pilz zu viel Zeit vergossen. Weil ich gedacht habe, ich kann ihn so nochmal umgedreht lassen. Egal, wir sind fast gleich auf mit Peach. Münztechnisch meine ich. So, DK, was machst du? Ich hab Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Oh ja, ja. Das ist Gerechtigkeit. Sehr geil. Sag dir dann einen Stern, das ist doch auch schön.